Round 1. Fight. Das von vielen PS2-Besitzern sehnlichst erwartete Tekken 4 ist endlich eingetroffen. Mit flimmerfreier Optik und dezent aufpolierter Spielmechanik will Namco Segas Virtua Fighter 4 von der Genre-Spitzenposition verdrängen. Perfect. You win. Round 2. Mit Edelgrafik und allerlei Extras, wie dem aus dem PS1-Vorgänger bekannten Tekken Force Mode, kann der Prügler auf den ersten Blick sein hochgestecktes Ziel sogar erreichen. Allerdings hapert es etwas an der Langzeitmotivation, die bei der Sega-Konkurrenz eindeutig besser ausgefallen ist. Tekken 4 bietet mit einer Handvoll freispielbarer Charaktere und mittelmäßigen Rendeabspänen nicht viel, was den Spieler ans Joypad fesseln würde. Einzig die gute Spielbarkeit motiviert immer wieder zu einem Spielchen zwischendurch. Fans der Reihe feiern ein freudiges Wiedersehen mit alten Bekannten und machen sich auch mit einigen Neuankömmlingen vertraut. Zugunsten der Spielbalance mussten allerdings altgediente Recken wie Roboter Jack oder Sumo-Ringer Ganryu ihren Abschied nehmen. Außerdem wurden allzu mächtige Moves komplett rausgeworfen und gegen neue ersetzt. Die wohl auffälligste Änderung im Spieldesign dürften die Arena-Begrenzungen sein. Gab es in den Vorgängern noch unendlich große Kampfareale, stoßt die in Tekken 4 plötzlich auf Mauern oder Häuserfassaden. Diese neuen Hindernisse haben außer der optischen Wirkung auch Einfluss auf das Kampfgeschehen. Drängt ihr euer Gegenüber in die Enge, könnt ihr problemlos ganze Schlagserien anbringen und ihn an der Mauer halten. Leider reichen diese großteils kosmetischen Änderungen nicht für einen Sieg über die Konkurrenz. Tekken bleibt aufgrund der einsteigerfreundlichen Steuerung zumindest für Prügelanfänger erste Wahl, während sich Profis dem komplexeren Virtua Fighter widmen.